Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen weiter weg mit dem Mikro. Ich denke mal, na, so müsste es eigentlich gehen. Ich gehe gleich mal wieder rein, weil die letzte Folge lief gut und ich möchte eigentlich noch hier rauskommen. In diesem Leben. Nein! Soll ich's wagen? Wow! Ja, geil! Ein bisschen Einsatz und eine Enderperle. Ja, das hau ich weg. Geil! Also im Notfall haben wir immer noch eine Enderperle. Die lege ich mir mal vielleicht auf den Spot. Ja, gut. Also die hauen so ganz kräftig rein, die Endermen. Muss man schon sagen. Also zum Abhauen müsste die eigentlich genügen. Kommt nicht hierher. Nein. Hier geht's noch tiefer rein in die Mine. Toll. Da läuft's. Das haben wir überlebt, wusste ich natürlich. Toll. Workbench habe ich nicht mitgenommen. Toll. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich in die Höhle kam. Ich kann es einfach ganz altmodisch versuchen und... und mich ganz billig hochbauen. Das mache ich deswegen mit dem zwei breiten Tunnel, damit, Entschuldigung, damit, wenn da Kies runterkommt, dass es mich nicht erschlägt und dass ich ausweichen kann. Ich bin aber mal gespannt, wie weit das nach oben geht. Auf die Art werden wir das Haus wahrscheinlich nicht mehr finden. Ich hoffe, wir kommen überhaupt nach Hause in der Folge. Also an die Oberfläche, aber normalerweise schon. Schwimm! Wow! Ja, natürlich, wir kommen da raus bei sowas. Und das Erste, was hier ist, ist ein Creeper. Ist klar.
Hier ist nichts. Okay, es ist Nacht. Das ist schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das könnte aber auch ganz praktisch sein. Wir könnten nämlich jetzt einfach hier unser Haus aufschlagen. Ich mache einfach mal das Wasser weg. Wir haben ja genug Zeug dabei. Jetzt weiß nämlich nicht mal ich, wo ich bin. Das heißt aber auch, dass es unsere Verfolger auch nicht wissen. Das heißt unsere Kontrahenten. So eine schöne natürliche Umgebung. Da mache ich zu. Zum Glück habe ich die Spitzhacke gebaut. Ja, okay. Ich sammle auch viel Mist ein, aber nützlichen Mist. Hoffe ich mal. Da lasse ich mal lieber zu. Hier mache ich das extra so mit der Erde weg, damit ich auch sehe, wann da ein Loch kommt. Alter. Man hört aber auch, wann die sterben. Da machen sie ja ihre typischen Geräusche. Du hast eigentlich eine ganz gute Bude hier. Ich mache mal wieder meinen Panik-Room. Okay, es ist Tag. Komm doch. Ich glaube, das hat geglitscht. Ne. Okay, wir sind doch wieder zu Hause. Das ist ja ein Zufall. Ich dachte, wir sind weiter weg. Zum Glück habe ich hier geschaut. Und ich brauche als erstes ganz, ganz dringend Holz. Das ist aber sowas von dringend. Und ich kann kein Holz mehr aufnehmen.
den Ofen hau ich weg. Brauchen wir ja nicht. Hier ist alles schön gewachsen. Hier ist noch nichts drin. Gut, hier packe ich erstmal umschauen. Hier ist niemand. Gut. Hier packe ich erstmal ein bisschen was rein. Pass mal auf, hier packe ich mal die rein. Da packe ich die rein, die da, den Bogen behalte ich mal. Was ich mir jetzt gleich mache, ist... den hier... damit ich dann weiß, wo ich zum Spawn komme. Das behalte ich auch mal hier. Ja, das Schwert. Die Schwerter kann ich eigentlich. Obwohl, ein Ersatzschwert soll ich behalten. Die Knochen können weg. Die Axt bleibt mal da. Die Fackeln. Ja, die Fackeln bleiben mal da. Weil wenn ich sterbe, ist eh alles aus, also von daher ist es auch egal. Vier Pfeile. Haben wir ja nicht so viel. Na! Kein Geruckel hier. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt besser, die Qualität. Hat das Holz gerade so gereicht? Aber jetzt ein Diamantschwert. Immerhin. Wenn wir jetzt noch eine Höhlentour machen demnächst und ich nochmal drei Diamanten abfarmen kann, kann ich mir sogar noch einen Zaubertisch machen, weil ich mir einfach nur Obsidian holen muss. Das war jetzt mega viel Glück, dass wir unter dem Haus rausgekommen sind, also da unten. So, ein Baum noch. Hoffentlich habe ich hier... gut, der Timer läuft mit. Das kann nämlich zum Problem werden, wenn man den Timer nicht anmacht. Weiß man nicht, wie lange und... ja, Probleme und so. So. Da können die wieder nachwachsen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr so viel. Hab ich eigentlich noch... so. Das erschwert das Ganze noch mal ein bisschen. Ich weiß, ich bin sehr gemein.
Schmeiße mir gleich noch ein paar. 25! Und eine Enderperle. Das ist natürlich sehr gut, dass wir die haben. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.